Hallo Thomas. Rüdiger, hast du Bock am Wochenende Brandenburg Cup zu moderieren? Nee, ne? Von zwei Seiten kommen wir zu euch. Willkommen zum Dienstagtrainingsfit. Guten Abend. Marc Lamberts und mir. Heute zum Programm. Wir starten mit einer Wärmung. Dann gibt es ein paar Boxing Drills über vier Runden. Und dann gibt es noch isometrisches Krafttraining. Das heißt, ihr braucht ein großes Handtuch, welches ich mir noch schnell holen muss. Fällt mir gerade auf. Um dann praktisch im statischen Krafttraining nochmal richtig arbeiten zu können. Ja, warum braucht man das Handtuch? Ihr müsst da ziehen und drücken und schieben, um da gegen einen Widerstand zu arbeiten. Also nicht einfach nur das Körpergewicht zu halten, sondern nochmal richtig einen extra Push drauf zu geben. Wir starten mit einer Erwärmung. Jeder immer eine Übung. Ich fange an mit der berühmt-berüchtigten Sumo-Hocke, um erstmal die Hüfte so ein bisschen zu öffnen. Das heißt, ihr geht in die Hocke und drückt mit den Ellenbogen die Knie auseinander, sodass die Füße über den Außenriss kippen. Und so geht das immer schön hin und her. Und dann, wenn wir das alles ein paar Mal gemacht haben, ist der Marc schon dran. Gut, wir bleiben hier einmal und packen die Fußspitzen oder die Sprunggelenke und versuchen die hintere Seite gerade zu machen, yes. Zu stretchen. Gehen zurück wieder in den Deep Squat und strecken die Beine. Machen wir fünfmal das Ganze. So, dann gehen wir in den 1990. Dann gehen wir mit dem Brustkorb zum äußeren Knie, wechseln einmal durch und dann auf der anderen Seite das Ganze machen wir fünfmal. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Alright. Bleiben wir in dieser Position. Ich mach's mir einfach heute. Und wir richten uns auf, schieben die Hüfte nach vorne. Und kommen dann wieder runter, schön kontrolliert absetzen im Po, das auch fünfmal. Ups, andere Seite. Und dann die Seite wechseln und den Po anspannen, die Hüfte schön nach vorne drücken. Gut, dann geht es endlich hoch und wir starten mit einem lockeren Twist.
Morg. Okay, Ausfallschritt rückwärts. Machen wir hier auch ein bisschen aus dem Tippeln. Tippeln, zack, und dann nach hinten. Skip move. Wie war Wechsel? Alright, weiter bewegen hier. Und jetzt schlagen wir hier die Arme nach vorne aus. Andersrum. Alright. Kampfstellung. Führungshand. Zehnmal gerade. Ich zähle. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verbindung. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mark. Okay. So, da kam überraschend der Wechsel. Gut. Wir gehen ein bisschen in die Beinarbeit schon mal rein hier. Stabile Stellung und wir bewegen uns hier nach vorne. Tak, tak. Zwei Schritte. Drücken uns mit dem vorderen ab nach hinten. Seitlich. Tak, tak. Eins, eins. Eins, eins. Seitlich. Und jetzt haben wir die Jabs mit dabei. Mal noch. Ich bin ja so nett, es gibt Zeit zum Denken. Okay, dann natürlich Kampfstellung, Führungshand, Aufwärtshaken, 10 Mal. Ich zähle 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verbindung. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Achtung, Marc. 9, 10. Wechsel. Okay, wir nehmen Slip, Step und Pivot. Ja? Slip, Step und Pivot. Wupp, wupp. Andere Seite. Schritt. Slip und Schritt. Dann hinterher. Papp, papp. Und beim Winkel verlagern. Zweimal pro Seite. Und natürlich Kampfstellung, Führungshand, Seitwärtshake, 10 Mal. Ich zähle 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Schlaghand. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Verbindung. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und letzte Übung. Okay. Wir verbinden das alles mal ein bisschen. 10 gerade Hände, dann 10 Aufwärtshaken und 10 Seitwärtshaken. Das Ganze nochmal dreimal, immer ohne Pause. Ja?
Schön rein und go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nicer, nicer. So, dann wird's Zeit für den ersten Schluck Wasser. Danach dann geht's in die erste Runde Boxing Drills von 4. Ich sage euch an, was getan wird, und Marc wird euch zeigen. So, wir starten erst einmal ganz simpel, Führungshand, Schlaghand, gerade. Ganz simpel, Minute 1. Minute 2, Führungshand, Schlaghand, gerade, Duck. Ja, also Minute 1, papap, papap, papap. Immer schön hintereinander, schön sauber, schön korrekt. Minute 2. Pap, pap, pap. Von vorn. Pap, pap, duck. Pap, pap, duck. Achtet beim Duck drauf, dass er halb aus dem Oberkörper, halb aus den Beinen durchgeführt wird, sodass ihr euren Gegner immer im Blick behalten könnt. Minute 3. Denn eine Boxrunde hat genau 3 Minuten. Deshalb in der letzten Minute kommen wir wieder mit dem Schlaghand aufwärtshaken. Heißt also, gerade, gerade, duck. Und beim Aufrichten kommt der Aufwärtshaken noch mit dazu. Ich schmeiß die Uhr an. Marc stellt sich in Kampfstellung auf. Und dann geht's auch schon los. Jawohl, schön lang, gerade durch die Schläge. Sehr gut. Super. Sehr schön. Achtet mal auf die Ellbogen vom Marc. Die bleiben schön innen. Die werden nicht seitlich ausgestellt. Wenn ich jetzt mich dahinter stelle, meine Arme seitlich daneben halte, berühren seine Ellenbogen meine Arme nicht. Und genau so soll es sein. Ganz am Ende des Schlags wird die Faust gedreht und festgeschlossen. Ja, auch wenn wir jetzt nirgendwo gegenschlagen, da schleichen sich dann oft die Fehler ein. Deshalb auch jetzt die Fäuste fest schließen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Duck. Also Führungshand gerade, Schlaghand gerade, Duck. Sehr schön, macht der Marc das hier vor. Jawohl. Danach dann ein bisschen ausrichten. Jawohl, die Füße wieder ein bisschen korrigieren. Die rutschen beim Duck gerne mal ein bisschen auseinander. Deshalb wieder schnell neu ausrichten und von vorne. Gerade, gerade, duck. Zack, genau, sehr schön. Super. Sehr gut. Noch 30 Sekunden. Sehr gut. Versucht permanent den Bildschirm im Blick zu behalten. Das heißt, ihr würdet einen potenziellen Gegner immer sehen. So, noch 10 Sekunden. Dann nehmen wir die Schlaghand mit als Aufwärtshaken. Und schon geht's los. Die Zweierverbindung gerade, duck, Schlaghand aufwärts. Ja, achtet drauf, dass die Armbewegung, die Kurbelbewegung weitergeht, wenn ihr euch aufrichtet in den Beinen. Ganz wichtig, wenn ihr euch in den Beinen aufrichtet, dass ihr nicht so weit euch aufrichtet, dass die Knie durchgedrückt sind, sondern die bleiben immer etwas gebeugt. Ja, also beim Aufrichten nicht ganz durchdrücken die Beine, sondern immer etwas gebeugt lassen. So kriegen wir das Gleichgewicht und die Balance immer gut gehalten. Das Ganze jetzt noch für 20 Sekunden.
20 Sekunden, jawohl. Sehr gut. Noch 10. Sehr gut. So, dann in der nächsten Runde starten wir erst einmal mit 2 Verteidigungsbewegungen. Ja, wir lassen die Führungshand des Gegners aus durch einen Slip zu unserer Schlaghandseite. Ja, wir drehen uns praktisch ein und gehen dabei leicht in die Hocke. Damit fliegt der Schlag gerade hier vorbei. Dann kommen wir hoch, dann kommt nochmal was an. Seitwärtshaken, den lassen wir durch einen Leanback weg. Das Ganze sieht dann also wie folgt aus. Slip, Leanback. Arbeitet hinten mit dem Bein schön mit. Ja, Slip, Leanback. Das ist Minute 1. Minute 2. Nach dem Leanback kommen wir wieder mit der Schlaghand gerade. Heißt also Slip, Leanback, Schlaghand gerade. Dann Minute 3 nehmen wir noch den Führungshand Seitwärtshaken mit dazu. Heißt also Slip, Leanback, Schlaghand gerade, Führungshand seitwärts. Führungshand seitwärts, ganz wichtig, die Schlaghand gerade ist lang. Also zieht den Seitwärtshaken auch etwas länger hinterher und nicht so kurz. Das macht keinen Sinn. Wir starten mit dem Slip und dem Leanback. Slip, Leanback. Sehr schön, genau so. Lasst euch Zeit. Jawohl, Marc hat sich für euch dann noch mal ein bisschen eingedreht, dass ihr es besser seht. Ja, hervorragend. Leanback, jawohl. Schön mit dem hinteren Bein unterstützen, kleinen Schritt hinten mitnehmen. Desto weiter kommt der Oberkörper zurück und die Schläge segeln einfach vorbei. So, dann nehmen wir jetzt nach dem Leanback die Schlaghand gerade noch dazu. Sehr gut, genau so. Achtet schön darauf, dass am Ende der Schlag richtig schön durchgedrückt ist und die Faust fest geschlossen. Faust ist fest geschlossen, wenn sie trifft. Jawohl, sehr gut. Klack, 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 super. Jawohl, Stück für Stück. Erst lassen wir die gerade weg, dann lassen wir den Seitwärtshaken weg. Und dann kommen wir selber zum Angriff mit der Schlaghand gerade. Noch 30 Sekunden. In der letzten Minute nehmen wir dann noch die Führungshand als Seitwärtshaken mit dazu. Jawohl. Marc, sehr umsichtig, zeigt euch das von allen Seiten. Hervorragend. Noch 10 Sekunden. Noch das letzte Mal. Und jetzt nehmen wir noch den Führungshandseitattacken mit dazu. Zack, zack, zack. Sehr schön. Super. Noch 30 Sekunden, schön durchhalten. Sehr gut. Jawohl, Marc baut dann gleich noch ein bisschen Beinarbeit mit ein. Super. Dann kommen wir schon zu Runde 3. Wir starten mit der Führungshand gerade, dann gehen wir einen Schritt raus. Das ist Minute 1. Also Führungshand gerade, Schritt raus. Dann gehen wir natürlich erstmal wieder einen Schritt zurück in die Ausgangsposition und dann geht es von vorne los. Gerade, Schritt zurück. Minute 2. Auf Position, wenn wir dann ausgelassen haben, schlagen wir dann die Schlaghand gerade. Heißt also, Führungshand gerade auslassen mit einem Schritt nach hinten, dann kommt die Schlaghand gerade dazu. Wieder zurück auf Position.
Führungshand gerade, zurück, Schlaghand gerade. Minute 3. Nehmen wir natürlich noch einmal den Führungshand-Seitersacken dazu. Heißt also, Minute 3 wie folgt, Führungshand gerade, Schritt zurück, Schlaghand gerade, Führungshand seitwärts. Ja, und so haben wir einen sehr schönen Wiederholungseffekt und sehr schnell einen Trainingseffekt. Auf geht's, Führungshand gerade, Schritt raus, zack, wieder zurück, von vorne. Genau, achtet mal schön drauf, wie Marc die Ebene hält. Wenn er nach hinten geht, drückt er sich nicht erst nach oben und dann nach hinten, sondern es geht sofort nach hinten. Das spart Zeit und Kraft. Falsch. Ja. Erst ping, dann weg. Genau, erst ping, dann weg. Wenn das ein ungewohnter Rhythmus ist, macht es langsam. Was ihr schnell können wollt, müsst ihr langsam beherrschen. Und wenn ihr es langsam beherrscht, wird es von alleine schnell. So, noch 20 Sekunden. Heißt also auch, schlagt ruhig die Führungshand erstmal langsam im Stand raus. Mach dann ruhig einen Schritt nach hinten. Ja, sehr gut. Das passt schon ganz gut zusammen hier. Pip und weg, genau. So, jetzt nehmen wir die Schlaghand dazu, wenn wir auf der Rückposition sind. Genau, dann geht es wieder zurück nach vorn. Führungshand, raus, Schlaghand. Genau, und zurück. Sehr gut. Führungshand, raus, Schlaghand. Sehr schön. Führungshand raus, Schlaghand, genau so, hervorragend. So, ich rede viel, das macht eine trockene Kehle, deshalb trinke ich erstmal einen Schluck. Noch 30 Sekunden. Sehr gut. Ja, Marc arbeitet jetzt sogar mit einem kleinen Sprung, kann man auch machen. Genau, wichtig ist nur, dass ihr zum Schlag wieder mit beiden Füßen sicher steht. Spätestens, wenn der Schlag auftrifft, also kurz bevor der Schlag beendet ist, sollten beide Füße am Boden stehen. So, jetzt nehmen wir noch die Führungshand als Seitwärtshaken mit dazu, nachdem die Schlaghand gerade geschlagen hat. Zack, zack, genauso. Und dann geht das wieder schön von vorn los. Sehr gut. Super. Jawohl. Sehr gut. Das Ganze jetzt noch für 30 Sekunden. Und dann ist auch diese Runde schon geschafft. Ja. Schritt zurück, immer schön darauf achten, dass wir auch den vorderen Fuß nur auf den Ballen arbeiten lassen. Also nicht erst über den Hacken abrollen und dann abheben, sondern vorne vom Ball wegdrücken. Sehr gut. So, dann kommen wir schon zur letzten Drill Round. Wir starten mit der Führungshand gerade. Und setzen danach dann gleich den Führungshand-Seitwärtshaken hinten dran. Das ist Minute 1. Eine sogenannte Doublette. Gerade und seitwärts. Ja, wir arbeiten schön mit der Körperdrehung mit. Und achten darauf, dass die Führungshand nur halb zurückgeführt wird. Und dass der Ellbogen beim Seitwärtshaken am Ende des Schlags gleiche Höhe wie Schulter und Faust hat. Ja, dann haben wir hier eine schöne Kraftübertragung. Minute 2 dann. Gerade, seitwärts, Schlaghand gerade, hinterher. Ja, Minute 2, gerade, seitwärts, gerade. Und Minute 3 schließen wir dann damit ab, indem wir nochmal einmal rausspringen. Heißt also, gerade, seitwärts, gerade, Schritt zurück, dann haben wir es. So, auf geht's! Wir starten mit der Führungshand-Doublette. Gerade, seitwärts. Pam, pam, genau. So, jetzt auch Stück für Stück. Nicht schlampig werden im Schlagen. Sehr gut. Das passt gut zusammen. Ich
Klack, klack, jawohl. Heute haben wir die Kombination Führungshand seitwärts, Schlaghand gerade sehr oft und viel geübt. Das, was man viel übt, kann man später umso besser. Noch 10 Sekunden. Klack, klack, jawohl. Ja, Marc achtet schön darauf, dass der Seitwärtshaken schön lang ist und wir ziehen jetzt noch die Schlaghand hinterher. Genau deshalb sollte der Führungshand-Seitwärtshaken nicht zu kurz geschlagen werden, weil das dann nämlich nicht zusammenpasst. Klack, 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 genau. Sehr gut. Super. Sehr schön. Immer wieder möglichst auf direktem Wege zurück in die optimale Deckungshaltung. Das heißt, die Fäuste parallel zwischen Jochbein und Kinn und die Ellenbogen parallel zwischen Hüftknochen und ersten Rippenbogen. So, das Ganze jetzt noch für 15 Sekunden. Dann nehmen wir noch den Rückschritt mit dazu. Jawohl, sehr schön. Und schon geht's los. Jawohl, einmal komplett raus, schön vom vorderen Fuß abdrücken. Das hintere Bein schön nach hinten strecken. Dann haben wir einen langen Schritt raus. Oh, hat dann gleich noch eine Schlaghand hinterher geschossen. Nee, ich hab den beim Rückwärtsgang. Ah! Ja. Ich will dich ja zurück konzentrieren. Ja, da zeigt sich der Konterboxer. Klack, klack, klack. Erstmal abliefern die Schlaghand. Ja, wenn sich mal so Bewegungsabläufe erstmal eingebrannt haben in die Hirnrinde, ist schwer dagegen anzukommen. Jawohl, so schön. Super. Sehr gut. Sehr gut. Und die letzten 5 Sekunden. Ich mache den Timer aus und Marc erklärt euch, wie es weitergeht. Genau. Wir lockern uns natürlich erstmal ein bisschen und dann gehen wir ins isometrische Krafttraining rein. Das heißt, das ist eine super Sache, um maximale Kraftproduktion zu üben. Obwohl wir keine Gewichte haben. Das heißt, ich arbeite wirklich maximal, rekrutiere so viele Muskelfasern wie möglich, ohne dass ich ein Gewicht bewege, darum isometrisch. Das heißt, wir fangen an mit einem Kreuzheben, der Deadlift. Ja. Dafür stellen wir uns einmal in die Mitte von dem Handtuch, die Füße relativ nah zusammen, so hüftbreit. Ich werde oben packen, dann gehen wir hier, den Po nehmen wir schön nach hinten, genau, der Rücken ist schön gerade. Warte, ich drehe nicht ein, dann seht ihr es besser. Genau, hier, runder Rücken, gerader Rücken, Schultern zurückgezogen, soweit es halt hier geht mit dem Handtuch. Dann fangen wir langsam auf, Spannung aufzubauen, indem wir hochkommen und versuchen, das Handtuch mit hochzunehmen und dann lockern wir erstmal wieder. Ich weiß nicht, ob ihr das Handtuch schon habt, ich würde sagen, wir machen da 1-2 Ramp-Up-Sets, das heißt, wir starten erstmal mit so 50% Zug, dann gehen wir auf 70% hoch und danach gehen wir maximal. Ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr nicht direkt irgendwie umkippt. Ja, das ist nämlich die maximale Spannung, die wir aufbauen. Ist für den Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt, darum erstmal vorsichtig rantasten und ihr merkt das dann selber, wie stark das ist. Wir fangen erstmal so ein bisschen ganz locker an, dass, uns da in die Bewegung reinzufühlen. Wirklich hier Po nach hinten, ja, Knie beugen dann langsam mit, dann packe ich hier mein Handtuch, ziehe die Schultern schön zurück und dann drücke ich das Handtuch in den Boden, genau, so 50% erstmal reinziehen, 3 Sekunden halten, dann lösen, wirklich ein bisschen fühlen, wie das funktioniert. Dann werden wir ein bisschen stärker, so auf 70%. Noch einmal. Und dann machen wir eine kurze Pause. Das ist eine sehr gute Idee. Wir gehen dann in 5 Wiederholungen davon rein. Ja. Ihr haltet das so lange, bis ich das sage, circa 3 bis 5 Sekunden. Mal sehen, wie wir das machen.
Und brauchst du eine Uhr? Nee. Gut. Wie gesagt, drei Sätze, ne, mit fünf, dreimal fünf Wiederholungen. Also fünfmal anziehen ist eine Wiederholung, davon drei Stück und das Ganze dreimal. Das ist ein bisschen komplizierter. Also, drei Sätze sind ein Block. Okay. So, also nehmen wir einmal unsere Position ein. Spannung aufbauen, dann für 5 Sekunden und hoch. Schön halten und lockern, wieder bereit machen und go, Nummer 2, schön ziehen, lockern, wieder bereit machen und go, lockern, wieder bereit machen und go, lockern, ein letztes Mal noch und go. Okay. Hey! Das ballert! Genau da, wo es soll. Ja. Oberschenkel, Gesäß, Rücken! So, das Ganze jetzt noch dreimal. Genau. Zweimal, meine ich. Ja, dann doch wieder Schwachsinn, was ich erzählt habe. mit meiner Organisation. Ich nehme den Coach mal als Orientierung, wenn ihr wieder ready seid. Okay. Ich bin bereit, müsst ihr jetzt auch sein. Sorry! Machen wir uns wieder fertig hier. Langsam die Spannung aufbauen und ziehen. Lockern. Nummer 2. Und go. Lockern. Und go. Lockern. Und go. Lockern. Einmal noch, glaube ich. 4. Und go. Alright. Satz Nummer 2. Haben wir es doch wieder ein bisschen einfacher gemacht. Man muss ja nicht alles verkomplizieren. Ja. Muss man nicht, kann man aber. Mach ich gerne. Um dann festzustellen, dass es noch viel einfacher geht. Das berühmte KISS-System. Ja. Keep it simple. Yes. Keep it simple and sexy. Auch schön. So, Satz Nummer 3. Ich hoffe, keiner ist zu Hause umgefallen. Wenn doch, tut mir leid. Dann kriegt das jetzt nicht mit. Aber okay. Im Real Life. Okay, bereit machen. Und go! Locker. Nummer 2. Und go. Locker. Nummer 3. Und go. Lockern. Nummer 4. Und go. Locker. Ein letztes Mal noch. Und go. Nice, sehr gut. So, Unterkörperzug haben wir geschafft. Yes. Nächste gehen wir in Oberkörperdruck. Ich ahne, was kommt. Genau. Ich überlege gerade, ob wir nicht. Bleiben wir, nehmen die Push-Ups. Okay. Das war, was ich befürchtet habe. Ne, wir machen die Push-Ups. Für die Push-Ups legen wir das Handtuch hier einmal hinter uns an den Rücken, durch die Arme, wollen uns vom Boden wegdrücken, können wir nicht, weil wir die Hände auf dem Handtuch haben, und dann machen wir das gleiche Prinzip, aber wir machen dreimal drei Wiederholungen.
Das klingt human, aber klingt nur so. Ist es aber nicht. Richtig. Alright, also schön, letzter Position. Bereit machen. Und go. Relax. Bereit machen. Nummer 2. Und go. Locker. Nummer 3. Bereit machen. Lebst du noch? Ja, ja. Und go. Genau. Mit Lachen und relax. Der zählt natürlich nicht. Aber was? Also, bereit machen und go. Und bei ertönender Stimme direkt ablegen. Ja, das war's. Okay, wir machen ja noch 3. Genau. It's burning. Ja, den Rücken mal ein bisschen entspannen in den Katzenbuckel. Durchhängen. Und ich denke mal, dann geht es auch gleich schon wieder weiter. Ja, du bist hier der maßgebende Leitfaden. Let's go! Right, Satz Nummer 2 mit diesmal wirklich 3 Wiederholungen. Alright, bereit machen. Und hoch. Ablegen. Nummer 2. Go. Locker. Ein letzter noch. Yes. I'm ready, I'm ready. Bereit machen und hoch. Relax. Yes. Wieder ein bisschen bewegen, das Ganze ruhig mal in die Child's Pose vom Yoga hier. Mal so ein bisschen zurücksetzen, mal nach vorne durchhängen. Das, was sich gerade gut anfühlt, Katzenpuckel etc. Ein bisschen bewegen und die Wirbelsäule reinbringen. Durch die ganze Spannung. Dann haben wir noch einen Satz davon. Und noch 2 weitere Übungen. Oh oh. It can't get any better. Das braucht man gar nicht. Wir brauchen noch eine weitere Übung. Okay. Eine weitere Übung. Da die Beine ja schon geschreddet sind. Das war wahr. Und zum Druck natürlich noch das Zugmuster. Das yes. ist immer wichtig. Gerade wenn man das nicht so viel trainieren kann, wenn man mit einem Körpergewicht arbeitet, nehmen wir jetzt das Handtuch gleich noch fürs Rudern mit dazu. Oh, ich ahne es. Genau. Okay, die Push-Ups. Alright. Letzter Satz Push-Ups. 3 Wiederholungen. Bereit I'm ready. Machen. Und hoch. Ablegen. Nummer 2. Bereit machen. Yes. Und go. Relax. Letzter. Und hoch. Ablegen. Very, very nice. Very nice. Thank you. Far too kalt, far too kalt. Müssen wir mal überlegen, wie wir den machen, ob wir den Handtücher sind. Gar nicht lang genug, um das zum Sitzen zu machen, oder? Ja. Oh, man lernt ein bisschen Beine mit. Ja. Ja. Das ist doch ja. Ich habe mich gefragt, ob das mit deinen langen Beinen funktioniert, mit dem Handtuch. Aber da haben wir eine kleine Lösung, man kann die Beine einfach anwinkeln. Richtig, obwohl mein Handtuch lang genug ist. Oh. Ja. Auch allerdings hier. Liegt das nicht nur an der Länge des Handtuchs, sondern auch an der Länge meiner Arme. Also ihr habt gesehen, ihr könnt das natürlich auch beugen, die Beine. Hier wirklich versuchen auch die Schultern in die Hosentasche zurück und dann zu ziehen. Das ist das gleiche Muster wie die Liegestütze.
nur halt als Zug. Und da starten wir jetzt auch wieder. Das gute alte Gonist-Antagonist-Prinzip. Richtig? Genau. wieder Basispunkte gesammelt. Okay, yay. So, bereit machen. Und start. Relax. Wird gleichzeitig noch Griffkraft geübt. Einen Satz machen wir mehr, damit wir mehr ziehen als drücken. Okay. Bereit machen. Und go. Relax. Letzter für den ersten. Bereit machen. Und go. Relax. Kurze Pause. Satz 1 von 4 geschafft. Also noch 3. Genau. Macht immer Sinn. Wir sind immer als Gesellschaft in einer sehr vorderseitendominanten Haltung. Ja, nicht nur wir Boxer, sondern ihr, die im Büro arbeiten, habt genau das gleiche Problem und alle. Das heißt, wir haben die Vorderseite oft in Benutzung, überlassen das und da kommt die Rückseite oft zu kurz. Darum macht es immer Sinn, ein bisschen mehr zu ziehen als zu drücken. Und darum machen wir jetzt hier 4 Sätze statt 3 Sätze. Heißt im Umkehrschluss zur Haltung, so wie ihr im Büro nicht sitzen dürft, so müsst ihr im Boxring stehen. Genau. Denkt mal drüber nach. So, auf geht's. Nächster Satz. Satz Nummer 2, Wiederholung Nummer 1. Bereit machen und go. 5, 4, 3, 2, 1. So, Nummer 2. Und go. 5, 4, 3, 2, 1. Nummer 3. Und go. 5, 4, 3, 2, 1. Das war Nummer 2. Wisst ihr, so schnell bin ich schon wieder. Zähl ich einmal mit, vergesse ich nicht. Okay, letzte. Und go. 5, 4, 3, 2, 1. Noch 2 davon. Weil das gerade Satz 2 war. Ja, ich zähle jetzt nicht mehr mit. Das sind so viele verschiedene Zahlen. Dann funktioniert das nicht mehr. Okay, du zählst die Sekunden. Ich zähle die Sets. Deal. Satz Nummer 3. Wiederholung Nummer 1. Richtig. Und bereit machen und ziehen. 5, 4, 3, 2, 1. Wiederholung 2. Bereit machen und go. 5, 4, 3, 2, 1. Wiederholung 3, letzte in Satz 3. Bereit machen, Spannung und go. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Dann genau noch ein Satz. Genau. Mit 3 Wiederholungen. Heute Abend gibt es Zahlensalat zum Abendbrot. Soll euch übrigens schön grüßen von Graf Zahl aus der Sesamstraße. Er lebt auch noch. Alright, alright, alright. Unsere letzte Belastung für heute sollte ziemlich maximal gewesen sein. Oh ja. Alright. Let's go. Fertig machen. Und 10, 5, 4, 3, 2, 1. Noch 2. Okay. Und go. 5, 4, 3, 2, 1. Letzte. Und go. 5, 4, 3, 2, 1.
Sehr gut. Very good, very good, very good. Ich hoffe, es hat ein bisschen gepusht. Ja. Sollte es. Hat es. Sehr gut. Dann bedanken wir uns bei euch dafür, dass ihr dabei wart und freuen uns aufs nächste Mal am Donnerstag. Das gleiche Duo, Marc und ich, morgen um diese Zeit. Uli, bis dahin sagen wir, macht es gut. Ich nehme den Hut. Das hat er. Mach es gut, ich nehme den Hut. Der Rüdiger hat sein Handtuch getunt, sagt er.